Oh. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. So. Müssen da noch ein paar. Sehe ich schon. Bisschen Pflänzchen. Klo. Hier können wir nichts. Ah, doch, hier schauen. Maintenance announcement. Plants need water. Ja, Plants need water. Das hilft mir ja nichts. So, jetzt ist ein bisschen schöner. Dann gieß halt die Pflanzen. Gesundheit, Patienten, Personalzufriedenheit. Ist nicht so zufrieden. So mittelzufrieden. Oh, ist gar nicht zufrieden. Die Schwester verdient mehr als ein Arzt. Ist ja lächerlich. Shadow Chicken, vielen Dank für den Follow. Oh, da ist einer hops gegangen. Shitty. Instandhaltung, wie schaut's da aus? Ist ganz in Ordnung, ne? Oh, jetzt will ich auch mehr Kohle. Weiterbildung. Achso, Arzt. Ja, was hättest du denn gern? Diagnostik, was braucht man denn noch? Behandlung, wo arbeitet die denn sonst? Teilnehmer. Weiß ich nicht. Weiß ich leider nicht. Aber Diagnostik 2 kann man doch machen, oder? So. Verfügbare Ausbilder. So, du hier, los. Da gerade niemand? Doch. Ein Patient. Wo ist der? Warte mal. Objekte. Brauchen doch ein bisschen mehr Unterhaltung, ha? Was macht der? Kotzt der in den Mülleimer oder? Räumt er den aus? So. Zirkustherapie. Ja, gut, du bist aber am Platz 1. Das ist in Ordnung. Oh, das. Puh. Bei mehr Leuten, da fängt es auch manchmal an, ein bisschen zu Lego an. Entenschnute. Halt 40 Patienten hier mache ich. Ich glaube, das müsste möglich sein bei der Menge, die wir dort haben. Das sollte gehen. Weiterbildung, ja, ich weiß. Ich kann immer so schlecht Leute entbehren. Arztpraxis, Arztpraxis. Boah, alle voll, ne? 5 Stück und alle voll. Aber wir haben halt auch einen großartigen Ruf. Bringe ich jetzt die Stimmung da hoch? Mal Gehalt verteilen, wie doof, oder was? Aber das mache ich erst, bevor wir Mitarbeiter, wenn wir die weitergebildet haben. Was mit denen? Wie langweilt? Durstig und hungrig. Es stehen hier Automaten rum, dann ist hier ein Gaming-Ding, also bitte. Du bist selber schuld, Dödel. Kann ich nix. Kann ich hier nichts dafür? Ruhig. Haben wir an der Zeitschriftenstand haben wir. Ah, wir haben da keinen Süßigkeitenspender. Was ist da los? Zip. Gut. Was hier? Ja, der muss aber jetzt noch warten. Oh,
Was ist mit dem? Die Handlung erfolglos. Ja, mein Gott. Wollte nicht mehr Diagnosezimmer. Ja, wieso? Der kann sich doch... Guck mal, hier ist Warteschlange 0. Oh, wir haben einen Krankenpfleger. Scheiße. Hier, was ist mit der? Löst bei anderen Leuten Übelkeit aus. Nee. Was ist denn mit der? Die ist doch gut. Kann die nicht mal hier in der Apotheke arbeiten? Und dann nehmen wir die und hocken die hier rein. So, einfach mal getauscht, die Arbeitsplätze. Oh, die zwei brauchen Assistenz und Arzt. Die hätten gerne Weiterbildungen. Ja, ich weiß, entschuldigen Sie. Was ist mit dir? Unzufrieden. Was ist mit dir? Wurde in Zimmer gerufen, Station, unzufrieden, Bettengesicht. Wo geht er jetzt hin? Der ist einfach nur unzufrieden. Arzt. Macht er gerade Pause? Oder wie ist es? Geht's momentan. Oh, warte mal. Oh, schau mal. Zufrieden als der Durchschnitt, verschmutztes Krankenhaus. Ja, gut, wir haben einen Hausmeister. Aber anscheinend ist sie gut. Gut, der hat es auf Platz 1. Warteding. Notfall-Topfschmerzen. Ja, können wir machen. Weiterbildung. Beförderung. Petra Kretzer, Assistenzärztin zu Ärztin. Okay. Die anderen müssen warten. Ah, die Weiterbildung ist rum, ne? So, was hätte man denn da? Rob. Was macht der? Assistent ist der. Gut, was hätte er denn gern? Der hat Kundenbetreuung. Tempo und Effizienz. Zufriedenheit, ja. So, wer möchte noch Zufriedenheit, bitte? Leitende Assistentin. Der wollte doch auch eine Weiterbildung. Kann er da auch gleich mitmachen. Und Hausmeisterin. Verfügbare Ausbilder. Kaufen wir jetzt ein, dass wir keinen entbehren müssen. Da stehen sie voll an. 8 Stück, 6 Stück, 7 Stück. Boah, wir brauchen eigentlich noch eine Arztpraxis. Oh nö. Gottes Willen. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Wo war der Mülli? Warte mal, weißt du, was wir jetzt machen? Hier, Mülltonne, wir kaufen jetzt mal die bessere. Was soll der Geiz? Immer die schlechte Mülltonne da. Bieb, bieb, bieb. Bieb, bieb. Was ist hier los? Warteschlange 4? Das geht ja. Die Schlange ist halt normal, ne? Ärzte. Was ist mit dem? Reizbar. Wird unleidig, wenn er unzufrieden ist. Ja. Aber sonst ist er eigentlich ganz gut, oder? So. Mein Bart juckt mich immer, Alter. Oh. Ich glaube, wir brauchen noch Hausmeister. Hm, was ist das? Mechanik. Installt Lulu Wurst. Wird zornig, wenn sie aufs Klo muss, läuft langsamer. Ah, das ist aber nicht gut. Will mehr Pausen? Nee. Oh, die ist gut. Die ist gut. Plötzlich alle so viel kacken müssen. Oh, Mitarbeiter unzufrieden mit der Bezahlung. Nee, das war's nicht. Terrible things happen every day. You could lose a toe. Your house.
even your life. So. Mach ein bisschen hoch. Gut, ist wieder jemand gestorben? Ja, ja. Ja, ja, wie immer halt, ne? Hier schon mal Weiterbildung. Wo ist jetzt das? Kommt da jetzt auch ein Lehrer oder so? Weil sonst läuft die Weiterbildung ja nicht. Ich hoffe. Ah ja, da. Der Lehrer. Komm, kommt rein. Hallo, ich habe eine Frage. Darf ich aufs Klo? Ach so. Auszeichnung. So, schauen wir mal. Arzt des Jahres an Katzminz. Krankenpfleger des Jahres. Yolanda Zauberer. Aufsteigender Stern. Dolly Gesicht, echt. So, Arbeitgeber des Jahres. Yes. Keine Todesfälle. Sind wir nicht. Ballistics. Bestes Lehrkrankenhaus, das sind bestimmt wir. Yes. Patientenpreis. Yes. Und höchstes Prestige müssen auch wir sein eigentlich, glaube ich. Yes. Bis auf einen Preis haben wir alle, ne? So. Alle 40 Patienten, ja, easy. Der Umtöpfer, ja, da ist ja momentan... Willst du mich verarschen? Du kannst es doch jetzt nicht reparieren, wenn da so viele Patienten warten. Komm, geh weg. Oh, was mit der? Ja, die mach halt Pause. Was ist denn? Muss ich euch immer sagen, dass ihr Pause machen müsst, oder was? Wieder keinen Ersatz. Doch. Passt doch. Hauptsache erst immer vorher gejammert. Also, ja, mach halt Pause, weißt? Wo ist denn das Problem? Unglaublich. Na, Stimmung wird langsam besser, aber wir werden dann kurz bevor es soweit ist, die Gehälter voll hochsetzen. Arztpraxis, ja, ich weiß. Die Gump. Gut, Gump. Ja, mit der Beförderung. Boah, ja, stimmt, sind alle so voll, ne? Können wir noch eine Arztpraxis bauen? Naja, falsch rum. Oh yes, die Lampe. Lampe finde ich super. Mülltonne machen wir gleich mal davor. Feuerlöscher. Beförderung. Ja, Moment. Manchmal geht es ein bisschen zackig. Da muss man auf Pause drücken. Das nicht überhaupt nimmt. Hier. Das Übliche. Wir haben so ein paar Standards für unsere Praxen. Ja. Die Uhr war jetzt nicht gut, oder was? Why? Die Uhr ist doch super. So. Müssen wir noch einen Arzt einstellen? Hier. Oh, zufriedener ist der Durchschnitt. Perfekt. So, Beförderung. Assistenzarzt zu Arzt, yes. Können wir tun. Und hier, Nachwuchsassistent zu Assistent. Okay. Von der Schulung, ne? Yes. Fülle 100 Verkaufsautomaten erfüllt. Yes.
So. Alter, brauchen wir wieder Stühle davor. Oh, jetzt geht es dann nicht mehr hin. Oh, das ist brav. Danke, dass du den Müll da reinschmeißt. Das ist sehr löblich. So. Jetzt sind da auch schon Warteschlange. Ich pack's nicht. Das ist ja unglaublich. Wir müssen noch Mitarbeiter ausbilden. Was ist das jetzt? Reporterbesuch. Ja, soll er halt kommen. Mir ist das scheißegal. Ich habe einen super Ruf. Großartig. Schau her. Passt doch. Wir müssen noch Mitarbeiter ausbilden. Sondermeldung. 6 von 7 Patienten geheilt ist gut. Okay. Maintenance announcement. Bins will become full. Wie sind da alle vor dem Getränkeautomaten stehen? Sollst du vielleicht noch einen bauen? Objekte. Warte mal, es gibt doch hier so ein... Luxus, ne, Energy-Drink-Automat. Komm, den kaufen wir jetzt mal. Gleich eingezogen. So. So, mal hier, Beförderung. The Bane, oh, der hat das schöne Mustache. Von Krankenpfleger zu Stationspfleger. Na gut. Was mit der? Gesundheit kritisch. Ah. Ja, heilst die mal. Ist ja nicht so gut. So. Personalausforderung. 90 Tage oder ein Todesfall. Nee, kann ich nicht. Da, guck. Hätte ich schon verkackt nach einer Sekunde. So, wir machen jetzt mal emotionale Intelligenz, finde ich ganz geil. Das sind die einfach 10% zufriedener. Finde ich ganz cool. Hier. Und hier. Und Hausmeister. So, Ausbilder, lassen wir uns nicht lumpen, lassen wir ihn einfliegen. So. Personalstimmung, ja, das ist momentan noch kritisch. Hast du eigentlich da noch Kundschaft? Nur den, oder? Sonst können wir das auch mal... Ich hab jetzt, weil es nur rum. Nee, passt. Stehen sie alle bei dem an. Jetzt ist der normale Getränkeautomat nicht mehr gut genug. Dülülü. Ah, der Schädel. Das ist die blöde Reporterin. Wie, die schreibt den Scheiß. Weiterbildung. Ja, okay, aber nicht jetzt, weil da ist gerade besetzt. Mit Emotional Intelligence. Erst habe ich gesagt, was für ein Scheiß, aber da wir das brauchen, ist das ganz gut. Der ist doch jetzt schon Facharzt, der Pat Bullfrog, ne? Der Doktor. Der Paddy. Der Paddy Bullfroggy. Dulu.
dim, dim. Diagnose, 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 Kohle, Kohle, Kohle. Geil, geht ab. Sophie Strahl, die lehrt ihnen emotionale Intelligenz. Was ist mit dir? Kopfsalat, Psychiatrie, komm, darfst auf Platz 1. Gelangweilt, unzufrieden, Energieschub. Das Herzklopfen ist echt. Schau, wie die jetzt abgeht. Sieht aus wie ein Typ. Ja, das ist so, schau mal. Ja, das ist aber... Ne? Die ist halt so, die lehrt emotionale Intelligenz. Weißt? Was soll man dazu sagen? Anscheinend ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Weiß nicht. Wer kommt schon auf so ein Wort? Emotionale Intelligenz? Was ist das denn ausgedacht? Oh, Karriereziel. 20 Mitarbeiter ausgebildet. Jetzt brauchen wir bloß noch die Personalstimmung. Achtung. Dann machen wir jetzt einen Trick. Was? Gibt allen Mitarbeitern, die sich unterbezahlt fühlen, eine Gehaltserhöhung, um sie zufriedenzustellen. Da, wir machen die jetzt. Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Schauen wir, machen die jetzt auf grün. Auf grün machen wir die. Weißt, das ist jetzt teuer, aber das, wir brauchen die Stimmung. Wir brauchen eine gute Stimmung. So. So. So, jetzt haben wir das schon mal. Was brauchen wir dafür noch? Angenehme Umgebung, Gehaltserhöhung, Beförderung, Weiterbildung. Oh Gott. Und wer wollte noch? Die Zauberer. Oh, wer waren andere? Zauberer und? Fuck, jetzt ist es weg. Aha, jetzt ist alles weg. Nice. Wo ist denn diese Zauberer da? Zauberer wollte... Da müsst ihr halt stehen, wie sehr zufrieden die sind, ne? Ein Krankenpfleger, einen Arzt nehmen wir mit und... Assistenten. Kurse machen wir... Motivation. Ausbilder, hallo. Achso. Depp. So. Können wir jetzt denn die hier noch zufrieden machen? Gehaltserhöhung, Beförderung, Weiterbildung. Ja, Gehaltserhöhung haben sie jetzt gekriegt, wie blöd. Vielleicht hat sie nicht viel. Was? Vielleicht hat sie nicht viel anderes zu berichten, aber jedenfalls wurde unser Krankenhaus positiv hervorgehoben. Gute Publicity, aber vielleicht ist noch mehr rauszuholen. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Personal, Energie, Zufriedenheit. Und ist die Zufriedenheit denn die Stimmung? Zufriedenheit, Energie, Bedürfnisse, Umgebung, Attraktivität. Oh. Wir müssen ein bisschen was an der Attraktivität machen. Was haben wir denn da? Die Pflanzen, die bringen es ja schon mal, ne? Plants need water. Oh, wie das leckt manchmal. Stellen wir hier noch einen hin. Was ist das hier? Da noch? Kann man hier irgendwie noch auf ein Klo eins stellen? Ich glaube nicht, ne? Nee.
meant to play, but it seems we have pesky viruses in the system. Wait. Hier noch ein bisschen was hin. No, my producer's telling me we've been hacked. It's just one of those days. I have no idea what song we'll play next, but I hope it's a good one. Hier noch. Hier noch. Maintenance announcement. Automated snack machines need restocking manually. Hier. Frau gefangen im Männerkörper. Man weiß nicht. Man weiß es nicht. Erhöht das Krankenhausambiente. Ja, können wir mal ein paar so Bilder aufhängen. Schadet ja auch nicht, ne? Schlagbrett hier hin. Dann hier noch wichtige Informationen. Und hier so. Ja, obwohl so. Zeichnungen. Im Wartebereich immer ganz gern, ne? Ah ne, da haben wir schon. Ah, hier, da, warte. Ungültig, okay. Uhr. Trägt es auch dort Attraktivität irgendwo? Zack. Komm, wir kaufen noch irgendwas. Attraktivität. Strandgemälde. Das ist doch wunderbar. Da freuen sich doch die Leute, wenn sie sowas sehen. Aufhängen. Zip. Zap. Den auch noch. Hier vor seinem letzten Urlaub vom Arzt. Auch noch ein paar Fotos. Zack. Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. I get paid to announce, not to hear you complain. So. Telefon. Können wir da eigentlich noch hinmachen? Können die Leute zumindest telefonieren? Ich habe auch noch keins, gell? Zwecks Unterhaltung und so. Oh, das können wir hier machen. Oh, nicht hier. Bub Soda comes in three new flavors. With 23% more fizz. So, Zeichnungen. So, vielleicht hier. Eine Ernährungspyramide. Dass man busy als Patient weiß, auf was man achten muss. Was mal, hier geht's sogar noch. So. Yuka. Wir doch schon überall gut. Geben nicht hin. So oft ist es auch Versuch. Bücherregal. Stimmt, falls jemand lesen will, kommen wir mal hier. Personalstimmung. Ah, die sinkt schon wieder. Warum? Mach Pause. Hopp. Der macht auch Pause, das ist gut. Doctor required in psychiatry. Macht dann auch Pause. Das wäre jetzt total im Arsch. Achso. Macht aber schon Pause, okay. Das ist gut. Wie schaut's aus mit dem Gehalt? Sind noch alle happy? Ja. Oh. Oh, warte mal. Oh. So, Psychiatrie-Notfall. Beförderung. Eugene Bub. Zu Krankenpfleger. Machen wir so. Zack.
Krankenpfleger zu Stationsschwester. Jawohl, zack. Zu Krankenpfleger. Ja, zack. Und Assistenzärztin. Ja, zack. Psychiatrie-Notfall, machen wir Weiterbildung. Ja. Ja. Jetzt weiterbilden. Achso, ist das schon wieder frei. Emotionale Intelligenz natürlich. Zwecks Zufriedenheit. Wir haben jetzt einen Assistenzarzt. Dann können wir noch Hausmeister und Krankenpfleger. Ausbilder, kaufen uns ein. Zack. Ja, 73. Ganz knapp. Maintenance Announcement. Plants need water. Weiterbildung benötigt. Ja, I know. Kann ich aber gerade nicht ändern. Baby, baby. So, braucht nicht so schnell eine Pause. Das wäre schon mal gut. 100 Leute, auf denen sie begegnet. Ruhige Halsverstellungen hier, genau. Die ist gut. Personal. Machen. Bim, 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 bim. Oh, ist schon wieder jemand. Hops. Standhaltung, Langeweile. Das haben viele Leute Langeweile. Kann mal jemand wegsaugen, bitte? Du, 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 du. 72, oh Mann, so knapp. Wie ist denn? Muss ich hier auch machen? Ach, Entschuldigung. Muss ich mal Pause machen? So sieht das aus. Schaut's hier aus. Eieiei. Mit Gehalt glücklich. Na, knapp, knapp, knapp. Oh, ist gleich fertig. Es ging ja schnell. Zufrieden. Psychiatrie. Oh, ja, da kommst du mal an 1. Hat sich doch entschlossen zu bleiben, das ist schön. Also, Süßstoff-Servation Must-Hitch. Süßstoff-Servation und Must-Hitch. Müssen wir uns merken für gleich. Süßstoff-Servation und Must-Hitch. Süßstoff-Servation. Süßstoff. Mustage. Und Servation. Sehe ich aber hier nirgends. Oder Blancmange de Smudge, Pyramid, Zauberer, Bullfrog, Linz. Styles, Beefs, Bilge. Doch hier. Was möchten die gerne lernen?
Motivation, Ausdauer. Ausdauer wollen die doch bestimmt. So. Beförderung. Zu leitende Hausmeisterin. Okay. Zack. Und du zum Arzt. Okay. Sterne Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Bei dieser Sache haben Sie gezeigt, dass Sie das Potenzial anderer Leute zum Vorschein bringen können, wie Blut, das Sie aus Stein pressen. Dieses Wunder müssen Sie wiederholen, wenn Sie das nochmal schaffen wollen. Was ist denn mit dem los? Deprimator 3 und Herzraser 3. Okay. Gut, haben wir das auch geschafft. Geil.